und herzlich willkommen bei Apple on Tour, heute mit einem Mac App Review und zwar zu dem Bildschirmaufzeichnungsprogramm Camtasia oder Camtasia für den Mac. Einmal kann man es auf der Webseite davon, also von Camtasia, erhalten und einmal kann man es neuerdings auch im Mac App Store erwerben. Der Link dazu steht wie bei allen Mac App Reviews in der Beschreibung. Ich habe schon mal eine kleine Datei hier unten vorbereitet, in der ich eine ungefähr 8 Sekunden lange Filmsequenz mit Audio aufgezeichnet habe. Die können wir einmal abspielen über dieses Play-Symbol oder mit der Leertaste. Testvideo. Okay. Und ihr seht hier unten die Zeitleiste. Hier haben wir einmal die Aufnahme, den Ton. Und hier unten haben wir die Bildschirmaufnahme, das können wir über diesen Slider hier länger und kürzer machen, also die Zeit verschieben. Hier rechts haben wir die Ansicht, momentan 100%, wenn wir näher ran wollen, gehen wir auf 300, wenn wir weiter weg wollen, beispielsweise auf 50%. Daneben haben wir dieses, damit kann man eine bestimmte Größe machen, aber das kann man auch hier über Edit und Adjust Canvas, deshalb machen wir das gleich. Und hier rechts haben wir die Einstellungen. Wir wählen jetzt beispielsweise mal das Bild aus. Wir können zwischen Audio und Bild wählen, wir nehmen mal das Bild und gehen auf die Einstellungen und haben hier einmal die Möglichkeit, es größer und kleiner zu skalieren. Ich mache es jetzt mal auf 50. Dann haben wir die Möglichkeit, die Helligkeit kleiner und größer zu machen. Dann die Möglichkeit, X, Y und Z-Rotation einzustellen. Hiermit kann man es zurückbringen oder mit Command Z. Und hiermit können wir die Position ändern. Beispielsweise mit X nach rechts, mit Y nach oben und mit Z nach vorne. Hiermit kann man auch wieder alles zurückbringen. Und Volumen müsste klar sein, wenn wir jetzt beispielsweise in dieser Bildschirmaufnahme dreckige Töne vom Computer haben, wenn beispielsweise so ein Fehler ertönt, dann macht man das einfach aus, damit das niemand hört. Das war es eigentlich von den Einstellungen hier. Audio hatte noch mal ein paar andere Einstellungen und zwar nur das Volumen. Ist ja auch logisch, warum sollte man denn bei Audio die Koordinaten verändern können? Hier links seht ihr einmal, dass man hier eine Aufnahme beenden kann. Normalerweise steht da, dass man eine Aufnahme starten kann, denn meistens filmt man ja nicht gerade, wenn man auch noch was bearbeitet. Ich filme das jetzt halt, deswegen steht bei mir jetzt Stop Recording. Rechts daneben steht Import Media, beispielsweise wenn man ein Bild oder ein Intro, das man in iMovie erstellt hat, importieren möchte, kann man das hier einfach hineinfügen. Dann zieht man ein bisschen die Aufnahme und den Ton nach hinten und kann hier jetzt das Intro hinzufügen. Dann gibt es einmal die Library mit einem Text. Camtasia. Ja, warte, wie wurde es richtig ausgesprochen? Ich spreche es lieber Deutsch aus. Camtasia für Mac. Hier oben über Text können wir es auch noch verändern, wie wir wollen. Beispielsweise mit meiner Lieblingsschrift Markerfeld. Ein bisschen größer. So, wir können es auch noch ein bisschen drehen. So vielleicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier Pfeile hinzufügen. Diesen Pfeil und ihr seht es, glaube ich, hier auch, diesen Pfeil und dann noch ein paar Sprechblasen. Mit Command Z, wie gesagt, könnt ihr alles zurückmachen, was in diesem Fall ganz vorteilhaft ist. So, und wir kommen zum nächsten und zwar hier auf diesem Videosymbol.
Und zwar haben wir hier die Videoeffekte. Hier oben seht ihr, dass man alle anzeigen kann. Nur kommen wir gleich zu. Das sind so beispielsweise Fade-In oder Fade-Outs, dass die Bilder hineinfliegen, machen und sofort. Die Filters zum Beispiel, dass es sich hier spiegelt, also reflektiert oder so glüht. Und die Actions beispielsweise, dass man ranzoomt oder rauszoomt. Okay, zuerst diese Fade-In, Fade-Outs. Das kann man immer am Anfang und am Ende eines Videos machen. Das sieht dann ungefähr so aus. Wenn man langsam drüber geht, kann man es schön sehen, dass es sich so langsam aufhält, wenn man reingeht und so langsam dunkler wird. Wenn man rausgeht, wenn man einmal draufklickt, kann man jeden Style auch wieder löschen. Fly-In dürfte dann, glaube ich, klar sein. Testvideo, dann fliegt es so rein. Bei Rotate und Slide und Zoom-In müsste es auch klar sein. Dann gehen wir zu den Filtern, beispielsweise Glow. Das legt sich über den ganzen Clip. Und ihr seht schon, es glüht so. Jetzt kann man mit Rechtsklick und dann Remove All Filters das löschen. Und beispielsweise das hier nehmen. Ihr seht auch wieder, hat sich verändert. Okay, gehen wir zu den letzten und vielleicht das Wichtigste bei den Videoeinstellungen, und zwar die Actions. Und hier gibt es einmal zum Beispiel Flip horizontal. Dann seht ihr hier, dass es nur für einen kleinen Bereich ist, den man größer und kleiner machen kann. Und zwar in diesem Bereich dreht es sich jetzt einmal horizontal, in dem Fall, glaube ich, habe ich genommen. Dann kann man das jetzt hier noch länger ziehen. Dann dreht sich das Bild, ihr habt schon gesehen, viel langsamer. Wenn man das aber nach, weiß ich nicht mehr, nach, jetzt ist das Video nicht so lang, sage ich mal, nach 5 Sekunden nicht mehr will, dann kann man noch einmal Flip horizontal hier reinziehen. Und dann dreht es sich zurück. Ja, das ist dasselbe wie Flip vertikal beispielsweise. Und wir kommen zum nächsten. Und zwar ist das hier, Spin dürfte klar sein, dann dreht es sich Zoom in und Zoom out. Ihr seht hier, Zoom in, da zoomt es einfach rein. Jetzt wisst ihr, weiß das Programm ja nicht, wie weit ihr reinzoomen wollt. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf Edit, Adjust Canvas, oder wie man es ausspricht, und suchen uns jetzt hier eine Breite und eine Höhe aus, die unser Video haben will. Ich nehme jetzt das YouTube HD 180 Pixel Format, klick auf Apply oder Apply, nimm jetzt unser Bild, ziehe es links oben rein und vergrößere es jetzt so, dass es Full HD ist. Okay, jetzt ist es, ihr seht hier diesen roten Strich, diese Zeit in diesem Full HD Modus. Ab diesem Ding wird jetzt rausgezoomt, das liegt jetzt daran, jetzt müssen wir es normal machen, Zoom in, das lag jetzt daran, da wir ja eben so klein waren und dann reingezoomt sind, ist jetzt wie jetzt, weil wir hier so groß sind, dann rauszoomen. Und jetzt wird reingezoomt. Das Projekt weiß aber nicht, wie weit. Wir sind jetzt hier unten gerade, die Maus ist da unten ja gerade auf Camtasia oder Camtasia. Und wir wollen das jetzt aber noch näher. Dann seht ihr, dass schon dieses Rote hier selektiert ist. Dann können wir hier das Video wieder etwas größer ziehen. Wenn wir hier ein bisschen rauszoomen, geht das auch noch leichter. Kann man hier ein bisschen länger ziehen. So. Und jetzt haben wir hier das Dock perfekt drin oder fast perfekt. Und jetzt zoomt es von dieser großen Ansicht hier ran. Und wenn wir das nicht mehr wollen, machen wir einfach Zoom out. Und dann zoomt er erstmal wieder ein bisschen zurück raus. Ihr seht wieder, das hier wird wieder rot. Und jetzt können wir wieder hier unser ganz normales Full HD Bild machen. Und dann sieht es am Ende so aus. Okay, ist jetzt zu groß. Dann sieht es am Ende so aus. Testvideo. Und damit kann man dann arbeiten. Dann gibt es noch Audio-Effekte, zum Beispiel Audio-Fade-In. Testvideo.
oder Audio Fat Out, kommt dann am Ende hin. Und dann beispielsweise auch noch solche Sachen wie eben, das ist halt das, was sich über den ganzen Clip legt und dann so klingt. Testvideo. Oder beispielsweise so. Video. Oder beispielsweise so. Ach, jetzt kommt kein Text mehr. Testvideo. Dann gibt es halt verschiedene Einstellungen. Und dann kann man natürlich hier auch noch, das gibt es ja in den meisten Programmen, hier so ein kleines Feld machen, in dem die Audio hochkommt. Dann ist es vorher beispielsweise 100% und dann hier nachher stellen wir es auf 150 ein. Ist jetzt schon automatisch gemacht worden. Ihr seht rechts oben, jetzt ist 100. Ups, jetzt ist 150. Und dann können wir mit lower Volumen hier beispielsweise. Hier beispielsweise wieder auf, nein, jetzt muss das hier selektiert sein, beispielsweise auf 28 und dann kann man sich's anhören. Testvideo. Hört sich in der kurzen Zeit ein bisschen komisch an, funktioniert aber mit langen Texten. Ja, das war's von diesem Mac App Review für das Mac App Camtasia oder Camtasia, ich kann es nicht aussprechen, aber es ist auf jeden Fall cool. Es ist mein Lieblingsbildschirmaufzeichnungsprogramm, denn es ist wirklich sehr zu empfehlen. Man kann Videos super bearbeiten. Die Qualität ist super. Hier oben kann man es direkt auf YouTube bringen, also direkt hochladen oder exportieren. Natürlich kann man es auch speichern und dann mit dieser Camtasia-Datei am nächsten Tag weiterarbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir haben jetzt schon noch 1000 Abonnenten. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr dazu. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und ciao, euer Tim.